Erzähl mir was von deinem Sanatorium. Eine Geschichtsstunde? Welch seltenes Vergnügen. Die meisten, die herkommen, möchten nur dem Tod ein Schnippchen schlagen. Wir sind eine der ältesten Institutionen für dürrwaldische Verhältnisse. Wir befinden uns in unserem 94. Jahr. Wie es in so vielen Städten der Fall ist, brachte das Wachstum von Todsbrucht eine ganze Reihe von Problemen mit sich. Eines der schlimmsten war, dass jede, die mit, sagen wir, unglücklichen Seelen geboren wurden, in Scharen die Straßen bevölkerten. Daher das Sanatorium. Warnheim war die natürliche Wahl, es war noch im Wachstum begriffen, aber gab es auch damals schon viel Geld hier. Es war noch im Wachstum begriffen, naja. Diese Einrichtung verdankt ihr Überleben vor allem der Neugier des der Wohlhabenden, wenn du mich fragst. Naja, hier sind ganz schön viele Edelmänner. Sponsoren, Geldgeber, Auftraggeber und so weiter wahrscheinlich, denke ich mal. Zur Zeit unserer Gründung stand man der Besinnung sehr misstrauisch gegenüber. Genau wie heute. So viele Fortschritte gingen verloren, weil einige wenige sich fahrlässige Fehltritte geleistet haben. Doch mit der Zeit geriet das in Vergessenheit, wie es immer ist. Seitdem stehen wir an der Spitze der neuen Besiedlungsbewegung. Wir haben unzähligen talentierten Forschern eine Heimat gegeben und die Grenzen unseres Wissens ausgelotet und erweitert. Auf eine für die möglich gehaltene Weise. Einige der ersten sicheren Seenübertragungen wurden hier durchgeführt und wir waren Pioniere der Seenreinigung, der Ahnenanalyse, der Seenkonservierung. Die Liste ist lang, wie ich mit Stolz sagen kann. Heute ist es nun. Ich kann nicht sagen, dass es immer noch so ist. Es gab Bemühungen, uns zum Schließen zu zwingen. Sie gehen vor den nervöseren Bewohnern des Dürrwalds aus, die zwar leidenschaftlich sind, aber nicht sehr weitsichtig. Die Leute sehen dieses Vernächtnis und sie sehen, dass es etwas ist, was sie nicht verstehen. Es ist also nur natürlich, dass sie misstrauisch gegenüber allen sind, die das im Gegensatz zu ihnen tun. Für sie sieht es aus, als würden wir etwas verbergen. Just in diesem Moment befindet sich einer unserer Vertreter im Palast und verteidigt die gesamte Wissenschaft der Beseelung in einer Anhörung vor dem Duke. So absurd das auch klingen mag. Wenn die Anhörung nicht gut verläuft, könnte es das Ende der Beseelung im Dürrwald bedeuten. Ich fürchte, Eva könnte sich durch all diese Unruhen beeinflussen lassen. Auch wenn es noch irrational ist, wir werden sehen. Okay, wir haben was Neues erfahren. Ein Sanatoriumswächter. Ein Beseeler. Hier ist niemand drin. Können wir hier einfach so rein oder meckert er? Nein, er meckert nicht. Dieses Gemälde einer hügeligen Waldschlucht hat eine seltsam beruhigende Wirkung. Gucken wir mal ein Stockwerk tiefer. Dumm, die dumm. So. Was ich gerade auch noch gucken wollte. Wir sind Goldtal-Held und in Trutzburg sind wir neutral. Wohltätig, ehrlich, leidenschaftlich. Sind wir. Was ist das hier unten für ein Ort? Auf jeden Fall scheint er etwas größer zu sein. Diese Tür können wir schon mal nicht öffnen. Hier ist ein Käfig. Die Kanten des Käfiges sind eingedellt und tragen Klauenspuren. Okay. Das hier ist wohl doch kein so schöner Ort. Wer bist du? Hail and well met. Eine Frau schreitet auf und ab. Ihre Schritte streichen über den weichen roten Teppich. Sie gestikuliert und murmelt vor sich hin, während sie kopfschüttelt einen Stapel Notizen studiert. Sie läuft gegen dich. Ekosi, nun suche ich so angestrengt in meiner Forschung nach Antworten, dass ich den Gestandenen vor mir nicht sehe. Was kann ich tun? Was tust du hier? Meinem Forschungsstipendium zufolge studiere ich Erweckungen.
Die Sublimation von vorerweckten Seelen ist einer der größten Erfolge der Beseelung und ich arbeite an einer Methode, das Verfahren auf erweckte Seelen zu übertragen. Sie beißt sich auf die Lippe. Das klingt mir nach Fachchinesisch, ganz ehrlich. Aber die Wahrheit ist, dass ich hier sehr wenige geeignete Versuchspersonen finde. Waldmans Vermächtnis hat zwar viele erweckte Seelen zurückgelassen, doch die meisten sind in zu schlechtem Zustand, um sie zu studieren. Sie seufzt. Ich fürchte, ich werde mit leeren Händen nach Rehova zurückkehren. Ich bin erweckt worden. Ich erinnere mich an Fragmente eines früheren Lebens. Das würde ich hier nicht so offen sagen, aber eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Sie kratzt sich am Kinn. Höchst interessant, aber nicht die Art Erweckung, die ich studieren kann, fürchte ich. Ich brauche jemanden, dessen erweckte Seele durch vorhergesagbare Stimuli ausgelöst werden kann. Solche Seelen manifestieren sich in ihrem Wirt häufig als alternative Persönlichkeiten. Sie lächelt dich breit an, auch etwas bemüht, aber danke für das Angebot. Alof, komm mal bitte her. Brauchst du noch was? Ich möchte mehr über die Beseelung in Valianischen Republiken erfahren. Es ist ein dynamisches und angesehenes Gebiet. Selbst der Bilovic-Zwischenfall hat es kaum gebremst. Die Leute in den Republiken sind risikofreudiger, weniger abergläubisch. Sie sind bereit, alles zu probieren, was für Erfolg spricht. Die Leute sollten bei den Göttern nach Antworten suchen, klingt so paladinmäßig. Es ist ein Gabber, dass so viele Leute hier der Beseelung feindlich gegenüberstehen. Doch Beseelung hat auch das Potenzial, großen Schaden anzurichten. Ich weiß nicht, ob die Vorteile wirklich schwerer wiegen als die Gefahren. Das lässt sich über jede großartige Technologie sagen. Stellt mal einem Mann auf, um krankes Fleisch zu entfernen, besteht die Gefahr, ihn zu töten. Baut man ein Boot, um neue Lande zu erkunden, sinkt es vielleicht und man ertrinkt. Aber diese Dinge bringen uns doch voran, auch wenn sie manchmal versagen. Auf Wiedersehen. Okay. Modred. Oh. In einer Ecke vom Modreds Labor steht eine große abgewetzte Truhe. Sie scheint etwas Wichtiges zu enthalten, allein ihrer Größe nach zu urteilen. Die Truhe genauer untersuchen. Die fällt nichts Besonderes auf, mit der Ausnahme des großen Vorhängeschlosses an der Vorderseite. Was der Beseeler auch aufbewahrt, er will es vor fremden Augen und Händen schützen. Okay, Modred. Ein Beseeler kritzelt fieberhaft auf Pergamentrollen, während seine freie Hand auf die Luft taucht und unsichtbare Gegenstände abzählt. Unsichtbare Gegenstände. Seine Lippen bewegen sich im stummen Diskurs. Als sein Schein auf die Schriftrolle fällt, blickt er dich mit einer Mischung aus Erstaunen und Verärgerung an. Good day to you. Kann ich dir helfen? Er setzt ein höfliches Lächeln auf. Woran arbeitest du? Schwerpunkt meiner Forschung sind Wichte. Insbesondere, wie man sie heilen kann. Was ist ein Wicht? Eine Hohlgeburt, der im Säuglingsalter eine Tierseele eingesetzt wurde. Einer der früheren Versuche der Beseelung, das Vermächtnis zu heilen. Leider erfolglos. Er nimmt seine Brille ab und wischt sich die Stirn. Sie zeigen während ihrer gesamten Kindheit Symptome einer abnormen Entwicklung. Aber wenn sie die Pubertät erreichen, werden sie aggressiv, wild. Aber dennoch sind die Opfer und bedürfen unserer Fürsorge. Tierseelen in Kinder zu verpflanzen, scheint mir eine recht seltsame Lösung zu sein. Wir Beseeler wollten etwas gegen die Krise unternehmen. Besser als sie eine ganze Generation von Kindern verschlingen zu lassen. Er stand auf einen Punkt an der gegenüberliegenden Wand. Und trotz der Kontroversen schien es anfänglich zu wirken. Die Leute sprachen von der Erlösung. Kinder, die nie auf irgendwelche Reize reagiert hatten, schienen sich plötzlich ihrer Umgebung bewusst zu sein, ihrer Familien. Er atmet langsam. Eine Komplikation kommt erst mit der Pubertät. Aber genau dann nehmen die Unvereinbarkeiten zwischen Körper und Seele Gestalt an. Die Kinder werden gewalttätig hungrig. Aber wir haben schwer für unsere Fehler bezahlt, versichere ich dir. Wütende Mobs haben Jagd auf Beseeler gemacht und ihre Häuser niedergebrannt, oft mit ihnen darin. Man fing an, die grausame Erlösung zu nennen. Und viele hassen uns noch immer dafür. Aber wir wollen dem Vermächtnis ein Ende setzen, genau wie alle anderen. Die Öffentlichkeit hat uns unsere Hilfe angefleht und wir haben getan, was wir konnten. Ich weiß noch immer nicht, ob uns das von unserer Schuld befreit. Warum studierst du Wichte? Er schnupft, verärgert.
Was ist das für eine Frage? Denk nur an all die Familien, die geheilt werden könnten, die Leben, die wiederhergestellt werden könnten. Was kann es Wichtigeres geben? Sein Gesicht hat sich gerötet und er wendet einen Augenblick von dir ab. Er schüttelt den Kopf. Die Besinnung hat eine Antwort. Ich weiß es. Ich muss sie nur finden. Aha. Gut. Er ist offensichtlich begierig darauf, sich wieder an die Arbeit zu machen. Ich sehe mich nur um. Da mach schnell und fass nichts an. Das andere ist vielleicht lax, was Besucher angeht, aber ich bin es nicht. Ohne ein weiteres Wort macht er sich wieder die Arbeit. Kurzer Quicksave. Ich würde nämlich gerne mal wissen, ob in der Kiste das ist, was ich vermute. Die Truhe öffnen. Die Truhe ist mit einem schweren Schloss gesichert, es ist robust, um es zu zerbrechen, und der Mechanismus sieht zu kompliziert aus, um es zu knacken. Du musst den Schlüssel finden. Ja. Einen Schlüssel finden. Wahrscheinlich hier drin, oder? Wer kann am besten schleichen? Heimlichkeit 2. Heimlichkeit 2. Heimlichkeit 3. Heimlichkeit 4. Das wäre was. 0. 2. I'm here. Right. So, lassen wir mal den Kreis gelb werden. Oh, jetzt wird er wieder rot. So, lassen wir den Kreis wieder ganz verschwinden. Ah, der wird so schnell rot. Und irgendwie klauen kann ich auch nicht. Okay. Gut, gucken wir uns weiter um im nächsten Raum. Du benötigst einen Schlüssel, um dies zu öffnen. Und hier auch. Ja, die sagen nichts. Und hier ist auch nicht mehr wirklich was. Also hier im restlichen Bereich können wir uns noch nicht umsehen. Vielleicht führt uns irgendeine Queste dazu hin. Vielleicht zwingt uns der Duck ja hier Forschungen anzustellen. Bei Duck kannst du sicherlich auch nicht mehr darüber sagen. Nope. So, dann verlassen wir das Sanatorium und gucken uns die restlichen Häuser hier im Farnheim an. Wir haben ja auch noch so eine Nebenquest, über die wir zufällig im Kupferweg gestolpert sind, dass ein Adliger überfallen werden sollte. Ein Brunnen. Was sagt der Brunnen? Der perfekte glatte Marmor fühlt sich kühl an. Die Statuen werden von tropfenden Kristallen warmem Wasser benetzt. So, nächstes Gebäude. Dünnrot-Agenten. Okay, ich glaube, ich bin bei irgendwem gelandet. Bei dem ich vielleicht nicht so hätte landen sollen. Das sind alles es sind nicht alles Zwerge. Nice and slow. Ein Sackreis, den will ich nicht. Wer bist du? Du Kuren. How do you do? Der Orlane ist umgeben von Büchern und Schriftrollen. Seine Haare stehen fast zu Bergen und Spezialen, als du dich näherst. Du bist von Flüstern umgeben. Ketnur, Goldtal, wahrlich alte Stimmen. Woher weißt du das? Der Orlane grinst, seine Zähne sind spitz wie Dolche. Als Medium ist es meine Aufgabe, so etwas zu wissen. Du trägst den Geruch der Alten mit in dir.
Was kannst du mir sonst noch sagen? Seine Ohren senken sich nach unten. Nicht so viel, wie ich gerne würde. Meine Pflichten, Lady Webb gegenüber, zwingen mich, meine Gaben anderweitig einzusetzen. Er blickt auf den Tisch voller Schriftrollen. Was führt dich zur Dünnrotstraße? Woran arbeitest du? Seine kleinen pelzigen Hände deuten auf die Papiere vor ihm. Wohlgeburten, wachsende Unruhen und die üblichen politischen Intrigen. Bei so vielen vermissten Seelen sind vermisste Menschen zurzeit unsere geringste Sorge. Mir scheint, du könntest Hilfe gebrauchen. Koro winkt mit seinen krallenbesetzten Fingern ab. Ich fürchte, ich darf nicht über meine Arbeit sprechen. Nur für Dunrüthstraße Ohren. Ein Zivilist müsste das Vertrauen von Lady Webb genießen, damit ich mit ihm darüber sprechen darf. Was sind deine Fähigkeiten? Ich suche nach Seelenverbindungen, nach verlorenen Dingen, verschwundenen Dingen, beunruhigenden Dingen, besonders wenn mächtige oder einflussreiche Menschen beteiligt sind. Ich bin ein Medium. In Erglandfahrt waren wir einst als Brischwalgin bekannt. Verstandsjäger. Ein schöner Titel, ja. Doch erst als die Beseeler vor 40 Jahren anfingen, mit unseresgleichen zu arbeiten, erkannten wir unsere wahre Macht.